Mein Name ist Sebastian Fickert, ich bin 25 Jahre alt und arbeite hier als Berater und Trainer. Vorher habe ich BWL in Ingolstadt studiert, muss aber sagen, dass mich das Allgemeine an der Wirtschaft schon sehr interessiert hat. Ich wollte dann aber nicht wirklich in der Wirtschaft dann arbeiten als eine der Rollen, die BWL einem eben so vorgibt. Dann ist er da jetzt trotzdem nicht so eingeschränkt, aber mir hat davon einfach nichts zugesagt. Und dann habe ich mich halt umgeschaut und wollte in die IT-Branche gehen. Dann ist mir der Name Sophist aufgeploppt und ich habe mich einfach mal initiativ beworben und jetzt bin ich hier. In meiner Tätigkeit als Berater gehe ich eben zum Kunden und versuche ihn operativ oder methodisch zu unterstützen. Andererseits bin ich halt eben auch noch Trainer, gebe verschiedene Schulungen für meine Teilnehmer und versuche sie auf eine Zertifizierung vorzubereiten. Einerseits reizt mich an meinem Job, dass man viel kommuniziert. Ich bin ein sehr kommunikativer Mensch und auch eben die Mannigfaltigkeit, dass man eben ein halbes Jahr, ein Jahr in einem Projekt verbringt und dann eben weiterziehen kann, dass dann eben dieses eine Projekt abgeschlossen ist und man mit dem neuen Projekt starten kann, was einem dann wieder einen Neuanfang gibt, eine neue Motivation gibt und den Arbeitsalltag einfach auch nicht langweilig werden lässt. Während unserer Arbeit im Projekt ist es natürlich eine wichtige Hauptaufgabe eines Sophisten, Wissen zu vermitteln. Und dafür bietet uns Sophist mit den neuesten technologischen Mitteln die Möglichkeit, das eben erfolgreich zu tun. Wir haben elektronische Flipcharts oder Mini-Grafik-Tablets, wo wir unseren Kunden bildlich darstellen können, was wir eben meinen, um das dann eben denen besser näher bringen zu können. Und am Ende des Tages checke ich noch meine E-Mails, klappe meinen PC zu und gehe glücklich nach Hause. Wenn ihr bei Sophist arbeiten wollt, dann braucht ihr verschiedenste Soft Skills. Einerseits ist ein gewisses Maß an Selbstständigkeit ganz, ganz wichtig. Wir müssen bei Sophist unsere Ressourcen selber planen und das ist eben auch eine wichtige Voraussetzung, dass wir unsere Arbeit, die wir am Tag eben schaffen wollen, auch wirklich geschafft bekommen. Deswegen Selbstständigkeit ganz, ganz wichtig. Was auch ein wichtiger Punkt ist, ist die Kommunikationsfähigkeit. Zu guter Letzt ist bei Sophist ganz, ganz viel Learning by Doing. Und deswegen sollte man auch einerseits offen für Neues sein und eine gewisse Aufnahmefähigkeit haben. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, euch hier zu bewerben, weil wir hier einfach ein schönes, ja, Firmengefühl haben.